Wir wollen Sie die Riesenspannung, das große Showdown im Pokalfinale. Am Mikrofon Frank Buschmann und Manni Breuken. Alle Augen gucken auf Manchester United. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadion? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Und das Spiel läuft. Fletcher. Abgefangen dieser Ball von Mesut Özil. Da bearbeitet er den Gegner. Berbatov. Kann er sich den Ball holen? Da korrigiert er sein Zweikampfverhalten. Er hat den Ball wieder. Jetzt greift er den Gegner an. Jetzt kann er vielleicht mal selbst einen Angriff aufziehen. Kaka. Ja, entscheidet auf Einwurf. Paul Scholes. Die Flanke kommt gut. Bam. Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Und da geht er vehement in. Oh, an die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Wo war er mit den Gedanken? Schon in der dritten Halbzeit? Wayne Rooney. Berbatov. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Er grätscht hinein. Und da springt er wie ein Reh über die Grätsche, der Cristiano Ronaldo. Attacke auf den Gegner. Cristiano Ronaldo. Attacke auf den Gegner. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Er gibt den Freistoß. Jetzt muss er mal einen Gang zurückschalten, was die Härte des Spiels angeht, denn der Schiedsrichter hat wohl ein klares Wort gesagt. Ja, und ich würde einfach mal tippen, bei der nächsten härteren Aktion sieht er gelb. Das gibt Ecke für Real Madrid. Nani. Er attackiert, er will den Ball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Gute Flanke. Tja, die Flanke geht ins Leere. Und schon wieder eine Grätsche. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Und der Torwart genau im richtigen Augenblick an genau der richtigen Stelle. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Müsste abseits sein, ja. Kedira. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Jetzt greift er den Gegner an. Nani. Berbatov. Können Sie die Flanke verwerten? Das sah im Ansatz so gut aus. Gehalten, aber noch heiß. Aggressives Tackling. Er greift ihn hart. Achtung! Eine tolle Reaktion.
Berbatov. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Das gibt jetzt die gelbe Karte. Überhaupt keine Beschwerden von Seiten Menus. Das war auch eine klare Angelegenheit. Und da grätscht in den Gegner hinein. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Das wird doch wohl nichts Ernstes sein bei Mesut Özil. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Und den hat er gerade noch über die Latte gelenkt. Es wird Eckball geben für Menu. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Foulspiel, Freistoß gegen Real Madrid. Ganz sicher vom Keeper. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Erst die Grätsche und jetzt blasen sie zur Attacke. Ja, ja, so geht's auch. Der Schiedsrichter sagt, das war ein Einwurf für einen Eckball, hat's nicht gereicht. Der Ball ist frei, beeilt euch! Da grätscht er rein, der Wayne Rooney. Nani. Berbatov. Jetzt schießt er! Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Jetzt greift er den Gegner an. So macht das richtig, er kämpft und hat den Ball. Berbatov. Und da attackiert er ihn. Und er holt sich den Ball zurück. Er attackiert, er will den Ball. Wayne Rooney. Jetzt greift er den Gegner an. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Das war ein Foul. Es gibt Freistoß gegen Manchester. Und was gibt das? Gelb, Buschi. Ja, Menu beschwert sich auch gar nicht. Das ist ein klarer Fall. False Cold. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. 15 Minuten Pause für die beiden Mannschaften. Die erste Hälfte ist beendet. Die sind wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit, Buschi. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Da geht er in den Gegner rein. Higuain. Da bearbeitet er den Gegner. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß gegen Manchester nach diesem Foulspiel. Und die Regeln werden natürlich auch verletzt. Hier ist die Foulstatistik. Natürlich wollen sie hier die Führung übernehmen, das ist doch ganz klar. Aber dann muss man schon anders schießen. Kaka. Das macht ihn so wichtig fürs Team. Das will der Trainer sehen. Rio Ferdinand mit der Balleroberung. Klasse Aktion. Oh je, das könnte eine Auswechslung geben. Jetzt bangen die Fans. Hoffentlich muss er nicht raus. Und da werden sie sagen, ausgerechnet er. Das ist doch unsere Torgarantie. Wer soll's jetzt richten? Er greift ihn hartnäckig an. Und der Schiedsrichter entscheidet.
Geht das Spiel jetzt in eine andere Richtung? Der Trainer bringt zwei frische Kräfte auf einen Schlag. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Reingigs. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Und da geht er weh. Foulspiel. Muss Freistoß gegen Manchester geben. Und was zückt er da? Er zückt die gelbe Karte. Und das völlig zu Recht. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Valencia. Er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Und der muss jetzt rein! Valencia, das ist das Tor! Ja, so ist das. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Da muss jetzt eine Reaktion kommen. Die Mannschaft von Real Madrid liegt erstmal zurück. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Das macht er schön, er gibt nicht auf und hat jetzt den Ball. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Ja, der Spieler ging da unfair in den Zweikampf und deswegen gibt es Freistoß gegen Real. Und irgendwie hat er die Fingerspitzen noch an den Ball gebracht. Der Ball war im Aus, Eckstoß für Manchester United ist die Folge. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Und jetzt erneut Ecke. Toll, wie er das macht. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Ach nee, das ist doch viel zu... Den holt sich der Keeper. Und da attackiert er ihn. Normalerweise macht er... Das war ein Foul. Es gibt Freistoß gegen Manchester. Jetzt ist die Grenze erreicht. Jetzt sieht er die gelbe Karte, Buschel. Ja, und ab jetzt einfach mal einen Gang runterschalten, sonst fliegt er hier. Ferdinand. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Jetzt greift er den Gegner an. Paul Scholes. Fletcher. Da bearbeitet er den Gegner. Nochmal nachgesetzt und jetzt hat er den Ball. Khedira. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Und da, was meinst du, Frank, war das jetzt ein Foul? Also ich hätte es laufen lassen, aber wir kennen das von diesem Schiedsrichter. Er pfeift alles ab. Das gibt jetzt die gelbe Karte. Überhaupt keine Beschwerden von Seiten Menus. Das war auch eine klare Angelegenheit. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Der Ball war im Tor aus. Eckstoß für Real. Achtung, komm. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Valencia. Attacke auf den Gegner. Attacke auf den Gegner. Jetzt sind wir gespannt. Was entscheidet der Schiedsrichter? Der Spieler war schon verwarnt. Zweimal gelb macht gelb-rot. Und das ist sowas von überflüssig. Der Trainer will und muss das Spiel noch mal in andere Bahnen lenken. Und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Fletcher. Khedira. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und schon wieder, da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Wayne Rooney. Und? Also den hätte er auch mit verbundenen Augen abgewehrt. Und es gibt Eckstoß für Manchester United. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Da wähle er jetzt den Zweikampf. Was für ein niedlicher kleiner Roller.
Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Khedira. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Und nun hat Real eine unfaire Attacke, ein Foul, Freistoß gegen Real Madrid. Rafael. Wes Brown. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Was für eine Blutgrätsche. Aber was für ein schöner Sprung über die Beine des Gegners. Vergebens gegrätscht, mein Lieber. Das ist peripheres Sehen. Den hat er im Augenwinkel kommen sehen und lässt ihn dann wunderbar ins Leere grätschen. Das ist klasse gemacht, mit Augen. Die zweite gelbe Karte, musste das denn sein? Nein, 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 nein. Da darf er so nicht hingehen. Da ist überhaupt nichts verloren. Das werden Sie sich auch da unten auf dem Rasen sagen, die Spieler von Real Madrid. Da geht er in den Gegner rein. Gut gesehen, Vorteil für Real Madrid. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Er soll sich nicht die gelbe Karte abholen, er soll weiter Tore schießen. Das ist leicht gesagt, Manni, aber jetzt hat er gelb und jetzt hat er Alarmstellung. Denn beim nächsten heftigeren Ding marschiert er runter. Wayne Rooney. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Benzema. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Er grätscht hinein. Mesut Özil jetzt. Was für eine Grätsche. Sieht immer ein bisschen nach Kung-Fu aus, ist aber diesmal erfolgreich und fair. Aggressives Tackling. Das sieht brutal. Ein Freistoß. Das könnte vielleicht schon die letzte Chance sein. Es wird gewechselt. Er hält ihn fest, er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Valencia. Wayne Rooney. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Wayne Rooney im Sprung über die Blutgrätsche. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Valencia. Er greift ihn hartnäckig an. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Da kämpft er weit draußen und hat den Ball. Valencia. Ein wunderbarer Ball. Achtung! Prima Balleroberung. Jetzt muss es aber abgehen. Was für ein Triumph. Und was für ein Jubel, was für eine Freude. Und das war ein super Fußballspiel. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.